Ich stelle mir gerade die Frage, wie wir das hier unten dann noch verbinden, also damit das irgendwie einigermaßen aussieht, ne? Es wird nie wirklich aussehen. Es ist gleich wieder Schlafenszeit. Machen wir das vorne noch fertig, dann kommt wieder rundherum noch das Holz weg. Das ist hier. Again. Das ist voll die spannende Arbeit, ey. Eigentlich müssen wir ja hier oben den Boden auch wieder aus Diorit machen, einfach damit's einheitlich ist. Aber Diorit müssen wir uns erstmal wieder besorgen. Ne? So, dann ist hier natürlich auch noch die Frage. Wie wir das halt hier abschließen. Ja. Danke, hier Boden. Dich werde ich heute nicht mehr loben. So. Das geht ja dann hier so weiter. In der Theorie. Also eigentlich können wir das noch da lassen.
Wie viel Abstand ist hier drüben? 2. Ich glaube, das geht wieder nicht auf, ne? Ne, es geht wieder nicht auf. Aber ich glaube, damit müssen wir jetzt einfach leben. Weil wir können das hier nicht anpassen. Oder wir machen halt wirklich eins weniger, also das hier weniger. Machen dafür eine Terrasse hier. Was ja eigentlich auch ganz cool wäre gegen Wasser und so. Ich glaube, das kann man machen. Oder wir lassen es einfach hier enden. Das ist okay. Kann man machen. Ich will das jetzt nicht mehr zu kompliziert ausbauen. So, zumindest aktuell nicht. Vielleicht werde ich es auch nicht fertig bauen. Also werde ich wahrscheinlich eh nicht. Also heute sowieso nicht. Und vielleicht gibt's ja dann... Vielleicht fällt uns ja dann noch was anderes ein, ne? Aber jetzt aktuell... Ist das schon hier? Ja, es ist schon hier. So... Ich meine, theoretisch könnte man jetzt auch hier so... Ja, nee, es passt halt wieder nicht. Ja. Ist halt, weil wir jetzt hier immer... Ne? Es kann halt nicht aufgehen. Geht halt einfach nicht. Gerade und ungerade passt halt nicht zusammen, ne? Oder vielleicht bin ich inzwischen einfach auch schon zu fertig, um jetzt hier irgendwie klar denken zu können. Das kann durchaus sein. Okay, so geht das. Da bin ich sehr dankbar für. So. Es ist noch eins, ne? Ja. Gut. So. Was eine Baustelle, aua. Das war jetzt so nicht geplant. So, wir brauchen aber demnächst tatsächlich Diorit für das weitere Bauwerk. Da kommen wir nicht drum rum. Ob wir wollen oder nicht. So. Und so.
hoch. Echt jetzt? Wegen dieser einen Wolle. So. Oh, ich brauche Kaffee. Moment. So, mein Gott. Okay, das haben wir. Da drin müsste theoretisch da auch noch so ein Ding hin und hier noch so ein Ding hin. Aber ich glaube, ich werde hier halt tatsächlich Diorit dann reinpacken und nicht, ne? So, aber Diorit müssen wir uns erstmal besorgen. Das haben wir aktuell nicht mehr zur Hand. Ich merke gerade, wie ich richtig, richtig müde werde. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mir da ein bisschen zu viel vorgenommen. Mal schauen. Ich guck mal eben hier. Wenn ich jetzt... wo haben wir denn hier den Kalender? So. Ja, mal gucken. Ein bisschen muss ich noch durchhalten, damit wir Folgen haben. Da müssen wir jetzt zusammen durch, wa? Und eigentlich könnten wir ja echt noch ein bisschen Höhle machen. Weil wir brauchen definitiv Diorit. Alter, wie viel Diorit ich hier schon verbaut habe, ne? Das ist ja schon... ein bisschen erschreckend, wo? Wohl Bett könnten. Na gut, Bett brauche ich eigentlich nicht. Die können wir hier reinpocken. Wir haben nicht mehr wirklich viele Fackeln. Wir nehmen mal noch ein bisschen Holz mit. Vielleicht nehmen wir einfach das hier mit. Essen haben wir eigentlich genug. Haben wir irgendwo noch ein bisschen Kohle? Kohle. Vielleicht habe ich sie jetzt auch einfach übersehen. Aber es sieht irgendwie nicht so nach Kohle aus. Und ich glaube, also wir machen auf jeden Fall noch ein paar Spitzhacken. Falls wir nicht noch irgendwo welche rumliegen haben. Und die hier nehmen wir auch mal mit. Axt brauchen wir nicht. Schaufel, scheiß drauf. Wir haben echt keine Kohle da, ne? Wir haben keine Kohle da. Ja gut, müssen wir halt auf dem Weg erstmal... Hatte das einen Grund? Lass mich raten, hier oben kommt Wasser runter, wenn ich das wegmache. Ich lasse es einfach mal. So. Oh, Kohle.
Wir brauchen die Kohle. Hallo? Wo bin ich denn da jetzt runtergefallen? Huch. Ach so. So. Cool. Boah, ich bin echt müde gerade. Ich glaube, die Reise von gestern hat mir doch ein bisschen mehr zugesagt. Was heißt zugesagt? Aber ein bisschen mehr Spuren hinterlassen, als ich mir eingestehen möchte. Naja. So, Diorit. Wie sah Diorit nochmal aus? Ich glaube, das hier ist Diorit, oder? War das Diorit? Diorit, richtig. So sah das aus. Da werden wir noch viel, 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 viel von brauchen, glaube ich. Ich höre hier Schritte. Wo auch immer die herkommen. Oh, Eisen. Eisen. Hier steht nicht geil. Ja. Ich finde das immer schwierig, hier zu sehen, was jetzt alles Diorit ist. Oh, die epische Musik. Schön, dass es sie gibt. Eine Welt ohne Musik, das wäre, glaube ich, echt die Hölle für mich. Dann müsste ich sie erfinden. Huh? So. Ah ja. So. Diorit. Ich hoffe, das ist alles Diorit und ich bilde mir das nicht nur ein. Im jugendlichen Leichtsinn. Okay, ich glaube, da ist noch. Ne, nicht vergessen, ich leuchte immer zu viel aus. Nicht, dass ihr euch noch an was anderes gewöhnt. Ja, ich glaube, das war's hier. Ja, richtig viel war das jetzt nicht, ne? Oh, hier ist wieder, oder? Das sieht mir hier doch schon wieder nach Diorit aus. Natürlich wieder da, wo eine Fackel ist. Ist klar, ne? Ist klar. Diorit. Schön, dass es dich gibt. Vor mir hat dich noch keiner so geliebt. Gott. Jetzt wird's wieder schlimm hier. So,